Wir gehen rein in auf der Reeperbahn in St. Pauli zwischen Ausnüchterungszelle, Drag Queens und Table Dance. Und Abfahrt. Polizisten. Auf die Knie und bei der Herkunft. Ein Einbrecher. Drag Queens. Meine Möpse, die schnalle ich jetzt privat meist eher weniger um. Und die Königin vom Kiez. Hi, mein Schatz. Olivia Jones, super. Na, alles okay? Natürlich. St. Pauli und die große Freiheit. Jetzt bei Stern TV. Oder was ist denn mit der Qualitätszahl los, Alter? TV. Also ich muss sagen, schon damals, aber jetzt umso mehr, dieser Ort ist der Ort, wo ich wirklich als letztes sein möchte, auch an einem Wochenende. In der Woche mal ein Stripclub und dann mal ein bisschen die Titten anfassen, aber ansonsten, Digga, ich bleib dabei, betrunkene Leute immer meiden. Wir begleiten die Hamburger Polizei der Davidwache bei ihren Einsätzen rund um die Reeperbahn auf St. Pauli. Leg ihn hin, leg ihn hin, leg ihn hin! Alter, so, jetzt bist du in Gewahrsam genommen, mach die Hände auf den Rücken. In einer Villa auf der noblen Hamburger Elbchaussee schrillt der Alarm. Hektik und Anspannung bei den Beamten. Der Dieb ist noch im Haus. Ja, richtig super Gegend, aber auch, glaub, der letzte Ort, wo du Bock hast einzubrechen, weil da alles alarmgesichert ist, weil jeder, der wohnt, einen Haufen Scheine hat. Zu mir kommen! Genau zu mir! Und weiter runter! Nach 2 Jahren Corona-Pandemie wird auf dem Kiez wieder gefeiert. Wenn Frauen feiern, dann feiern die richtig. St. Pauli ist wieder schrill und laut. Und da müsst ihr euch vorstellen, ich weiß, die öffentlichen Verkehrsmittel regulieren das selber, aber da müsst ihr euch vorstellen, Digga, die Leute feiern da auf engstem Raum, aber wenn du mit einer Bahn fahren willst, Digga, in einer Bahn, wo 2 Leute noch mit sitzen und du keine Maske trägst, Digga, kriegst du eine Anzeige und wirst behandelt wie ein Schwerverbrecher. Doch viele sind vom Lärm genervt. Ein Stresstest für die Mitarbeiter vom Bezirksamt Hamburg-Mitte. Das ist was anderes. Ja, kannst du sehen, wie du möchtest. Aber erzähl mir mal, wo da jetzt gerade der Unterschied ist zu, du sitzt in der Bahn. Also was anderes ist das nicht für mich. Deswegen sind wir ja auch da. 19 Uhr. Dienstbeginn für Polizeihauptkommissar André Hansen und Polizeihauptmeister Malte Rosse. Hamburg, St. Pauli. Ahnen müssen manche nutzen, feiern kann jeder freiwillig. Das ist doch kein Argument für eine Maske, Digga. Kommissariat 15, David Wache. Hallo. Da ist der berühmte Pennymarkt, ja. André Hansen ist seit 25 Jahren im Polizeidienst. Seit 5,5 Jahren auf der Davidwache. St. Pauli ist seine Heimat. Die Davidwache sein Revier. Ja, das ist, glaube ich, schon, also auf der Davidwache zu arbeiten, ist nicht immer ganz ohne, Digga. Wenn sich jetzt Chat, es ist für mich keine Argumentation, denn vom Ansteckungsrisiko in der Disco, natürlich ist es was anderes, wenn du dich in die Bahn setzt, zur Arbeit fährst und dieses Ding als Verkehrsmittel nutzen musst. Aber ich meine jetzt nur rein von der Logik, vom Ansteckungsrisiko, darum geht es. Hier 2 Leute gegenseitig auf den Kopf hauen. Dann ist die Sachlage eigentlich relativ eindeutig so und man ist hier mitten im Geschehen. So sehe ich das zumindest, aber ihr könnt es natürlich auch anders sehen, ist ja klar. Und deswegen, ich würde sagen, dass es an anderen Wachen zum Teil gefährlicher ist, weil man viel seltener weiß, worauf man sich da einlässt, wo man hinfährt, als hier. Bis zu 60 Beamte sind an einem Wochenende auf der Davidwache im Einsatz. 4 Streifenwagenbesatzungen sorgen für Sicherheit und Ordnung rund um die Reeperbahn. Deutschlands Amüsiermeile Nummer 1. Schon nach einigen Minuten der erste Einsatz. Ein Passant spricht die Beamten an. Hallo. Der Kollege macht hier einen auf Spurtrenner. Da müsst ihr mal gucken. Der läuft. Der Pirat oder was? Ich hatte schon überlegt, ob ich hier von der Straße hole, aber ich bin ja auch nur Passant. Ja. Ja, hier, Jack Sparrow oder was? Ja. Und macht dann auf Spurtrenner. Die Busse hatten auch schon Probleme. Wir sprechen mal mit ihm. Ja. Danke. Klar, schönen Abend. Okay, ciao. Spurtrenner. Ja. Uns wurde gerade mitgeteilt, dass sie hier öfters auf die Straße laufen und so ein bisschen die Spuren. Ich hab das einmal gemacht. Ja. Wir wollten eins blöden. Taxi. Ja.
Wie sich herausstellt, sind Jack Sparrow und sein Kollege die Überreste eines Junggesellenabschieds. Ihr Abend scheint beendet, noch bevor es auf der Reeperbahn so richtig losgeht. Ja, man muss halt einfach sagen, und ich weiß, das ist natürlich immer auch ein heikles Thema, am Ende würde ich sagen, ist gefühlt bei 70-80% der Einsätze Drogen oder Alkohol das Problem, dass die Leute sich anders benehmen oder komisch benehmen. Nur mal als doofes Beispiel jetzt, das ist sehr weit ausgeholt und auch mit Sicherheit ein Diskussionsthema, aber ich hau jetzt einfach mal die Keule raus. Wenn auf dem Kiez Alkohol und harte Drogen verboten werden würden und alle dann nur kiffen würden, dann würden gefühlt 80% der Arbeitsplätze von der David-Wache flachfallen. Kann man ja machen. Total betrunken. Ja, ich weiß. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Nur ins Hotel gehen. Ja. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Okay. Wir wollen einmal nur Ihre Personalien haben und dann können Sie ja wahrscheinlich auch gleich weitergehen. Um ein Taxi zu rufen, soll der Mann im roten Umhang mehrfach auf die Straße gelaufen sein. In seinem Zustand keine gute Idee. Hallo, ich rede doch gerade mit einem erwachsenen Mann, oder nicht? Dann hören Sie mir doch einmal bitte kurz zu. Sie stellen sich genauso, ja, aber Sie haben jetzt selber zugegeben, Sie standen auf der Straße. Ja. Ja, und ich habe keine Lust, dass Sie angefahren werden von einem Auto. Deswegen... Die Leute sind halt, die getrunken haben, oftmals schwer vom Begriff einfach. Einmal die Hände aus den Taschen, das kriegen wir heute noch hin, wenn wir weitermachen. Und Sie stellen sich hier an den Rand und rufen Taxi, ne? Ja, haben wir geklärt. Sie haben das verstanden, ne? Herr Gut. Schönen Tag noch. Wie es die beiden ins Hotel schaffen, ist nicht mehr Aufgabe der Beamten. Hauptsache, sie schaffen es überhaupt. Ich glaube, Thorsten wird es auch nicht bis zum Taxi schaffen, denke ich mal. Aber. Und Reeperbahn nachts um 12:30, wenn sie auch nicht mehr leben. Auf keinen Fall. Eine Dachgeschosswohnung. Und Alkohol ist für Loser, change my mind. Ja, wir wollen jetzt... Ja, Kailo, komm her. Ich würde es so sagen, Oha, Kailo, alles gut oder was? Ich weiß nicht, ich habe das vorhin schon gemerkt. Der Hund hat die ganze Zeit schon abgeschmatzt und immer mit der Lippe, so wie jetzt. Jetzt habe ich gerade gemerkt, er ist hier komplett von unterm Kinn bis zum Hals hier komplett nass. Ja, da muss dann auch mal das 700 Euro neue Dior-Shirt herhalten. Ungetragen mit Etikett noch. Ja. Also Kailo ist der letzte Hund, der draußen was fressen würde. Da bin ich immer relativ tiefenentspannt. Aber ist natürlich sehr ungewöhnlich. Das kann vieles sein. Ich bin ja ein Hundepapa, der wirklich sofort am liebsten den Teufel an die Wand macht. Am liebsten wäre ich jetzt schon zum Nottierarzt gefahren, aber es ist halt Quatsch. Beobachten, abwarten, er schläft neben mir, macht einen ganz ruhigen Eindruck jetzt. Wir gehen erstmal weiter rein in die Dings. Weit der Reeperbahn. Vorbereitungen für eine Nacht auf St. Pauli. Hendrik Schmidt noch in Zivil. Der 38-Jährige ist laut eigener Definition eine heterosexuelle Frau im Körper eines schwulen Mannes. Also ich sag jetzt schon, Chat, reißt das zusammen. Ihr müsst ihn nicht attraktiv finden oder whatever. Aber das, was ich von euch fordere, ist in der gesamten Dokumentation Respekt vor dem Menschen. Denn ich kenne kein Gesetz, was einen Menschen über den anderen setzt. Also reißt euch zusammen. Oder das heißt, reißt euch zusammen. Seid vernünftig. Im Innenher bin ich wirklich wie eine Frau. Manchmal viel schlimmer als manche Frau. Und ich spiegel dann, zum Beispiel dann durch Make-up oder jetzt zum Beispiel auch mit meinen Brüsten, spiegel ich das dann natürlich mein Inneres nach außen wieder. Gut, meine Möpse, die schnalle ich jetzt privat meist eher weniger um, weil die wiegen halt auch ein paar Kilo. Also ich weiß schon, wie geil das ist, wenn man sich abends den BH auszieht. Da kann ich die Mädels vollkommen verstehen. Ich habe nur den Vorteil, ich ziehe die Titten gleich mit aus. Nach mehr als 3 Stunden wird so aus dem 38-jährigen Henrik Schmidt die Drag Queen Veuve Noire. Oh, das ist geil. Oh ja. Drag kommt übrigens aus dem Englischen und ist eine Abkürzung für Dressed as Girl. Also ein Mann, der sich wie eine Frau anzieht und sich bestenfalls auch so benimmt. Wusste ich gar nicht, Digga, dass das dafür die Definition ist. Benimmt. Guten Abend. Schatz, du brauchst jetzt nicht gleich auf die Straße huschen. Nein. Aufgewachsen ist der 38-Jährige auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern. Mit 17 von einer Freundin geoutet, musste er plötzlich mit Hass und Vorurteilen zurechtkommen. Eine schwere Zeit für einen jungen Mann, der sich schon immer... Man muss aber solche, in Anführungszeichen, Arten nur halt nicht akzeptieren. Bruder, mach erst mal einen auf stille Treppe, Bruder, und komm später wieder, okay? Danke dir. ...mehr als Frau gefühlt hat. Ich will ein Bild mit dir. Aber schnell. Aber schnell.
Danke dir. Aber natürlich. Ich möchte dir nur eins mit auf den Weg geben, wenn du auf der stillen Treppe dich entspannst. Das, was du hier siehst, ist ein Mensch, okay? So wie du und ich auch. Und das als, auch wenn es in Klammern ist, Arten abzustempeln, zeigt mir schon, dass du aktuell nicht auf der geistigen Höhe bist, mit uns das Video zu schauen. Da bin ich Holz, wer ziehst es so schnell? Mit mir mit ab. Saugeil. Auf St. Pauli ist jetzt alles ein wenig anders. Als ich hierher gekommen bin, nach St. Pauli, direkt auf die Reeperbahn und dann auch noch in den schönsten Stadtteil der Welt, das war... Er gibt ein bisschen Vikings-Feeling, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, Belay. Also das ist sehr, sehr ungewohnt. Der Hund ist übelst am Nesseln. Ich weiß auch nicht, was das ist. Wir warten noch mal ein bisschen ab. War für mich quasi wie so eine Art Neubeginn gewesen. Weil ab da an wusste ich, wie es sich anfühlt, frei zu leben. Nicht mehr permanent den ganzen Tag homophoben und diskriminierenden Verhalten ausgesetzt zu sein. Und ich wusste, hier gibt es natürlich noch ein paar wilde, mehr Krawallschachteln hier auf der großen Freiheit. Übrigens, wenn wir hier gerade mal einmal ganz kurz so stehen, das ist Olivias erste Bar, die hier damals aufgemacht hat. 2008, die Olivia Jones Bar, Olivias Schlager-Schlachtschiff schlechthin. Herzlich willkommen am Freitagabend zu Olivia Jones. Cool. Ich kann mich jetzt gerade nicht aufs Video konzentrieren, ich steigere mich gerade ein bisschen rein mit Kaido. Einmal den Mund. So, nee, du brauchst dich gar nicht stur stellen. So, einmal die Augen zu. So, nee, ich weiß, du hast da keinen Bock drauf. Ich weiß, na, okay, bist du da empfindlich, ja? Mach mal Sitz. Er hat da so keinen Bock drauf. So, lass Papa einmal gucken da. So, Chat, also wir entspannen uns jetzt erstmal. Ich bin halt auch einfach jemand, und das ist nicht unbedingt immer gut für Kaido. Ich bin halt einfach eine absolute Hypochonder bei mir und bei dem Hund sowieso noch viel mehr, was nicht immer gut ist. Ich gebe euch nur mal ein Beispiel, okay? Mein Hund scheißt im Durchschnitt 2 bis 3 Mal am Tag, je nachdem. Wenn der Hund mal einen Dreivierteltag oder einen Tag nicht kackt, denke ich, der fällt gleich tot um. So, gucken wir weiter. Seit mittlerweile 9 Jahren ist Boeuf Noir fester Bestandteil der sogenannten Olivia Jones Familie. Ein Arbeitsplatz aus Bars, Show und Stripclubs. Mitten auf der großen Freiheit auf St. Pauli. Genau, es kommt nochmal hier so ein bisschen rum. Hier zieht es da ein bisschen. Ein Ort, der für Toleranz steht. An dem queere Menschen kein Außenseiter-Dasein führen, sondern die Stars sind. Für mich ist Olivia wie so eine Mutter. Wie so eine Glucke. Die passt natürlich auch ihre Krawallschachteln hier auch auf. Und ich hatte natürlich auch von Olivia extrem viel Unterstützung gekriegt. Und da werde ich ihr auch für den Resttag meines Lebens extrem dankbar für sein. Super. Oh, guck mal, da kommen ja fast die Tränen. Oh, das ist ja Wahnsinn. Oh. So, genau, jetzt aber schwul, 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 schwul. Seit 25 Jahren ist Deutschlands berüchtigte Feiermeile auch seine Arbeitsstätte. Wunderschön. Auf der großen Freiheit hat Dennis Schmidt bereits vor nahezu jeder Tür gestanden. Habt ihr mich eben aber gehört? Eben, ja, komisch, egal, weiter geht's. 2010 ist der Türsteher vor der Olivia Jones Bar. Na, dann können wir weiterhelfen. Können wir jetzt? Ja, noch gut hin. Können den Platz nehmen. Immer klatschen, nicht, dass die Aschenbecher klaut. Genau. Sehr gut. Du kannst das. Türsteher stelle ich mir auch sehr anstrengend vor. Auf dem Kiez. Oh, ich habe gerade am Wasabi gerochen. Der zieht durch den ganzen Körper. Viel Spaß, Jungs. Danke, danke. Der Kiez ist einfach was Besonderes, weil wir diesen Flair haben. Ne? So, hier ist jeder willkommen. Jeder kann hier eigentlich fast machen, was er möchte. Er muss sich halt an bestimmte Regeln halten. Und der Kiez ist wie mein Zuhause geworden. Ne? Man kann sich hier wohlfühlen und man hat hier für jeder findet hier was. Seit 12 Jahren ist der 47-jährige Sicherheitschef und zuständig für alle Läden von Olivia Jones. Rechts und links der großen Freiheit. So auch für Europas erste Men's Strip Bar. Moin. Moin. Na, mein Lieber, geht's gut? Hat er gesagt, Europas erste Menschenbar? Wie viele Leute seid ihr heute an der Tür vorne? Zwei, ja. Naja. Zutritt haben hier eigentlich nur Frauen. Und die machen ab einem bestimmten Pegel ordentlich Krawall. Oh, ja. Ich sag mal Chicken Fights, wenn Frauen sich so richtig in die Haare kriegen, weil sie betrunken sind. Das ist was anderes, als wenn Männer sich hauen. Ne? Also deshalb sagen wir immer Chicken Fights und
Ich kann immer sehr schmunzeln, so. Wenn man dazwischen gehen muss, ist es schon sehr hart, weil die auch richtig zu lang können. Fast. Oh mein Gott. Der Wasabi hat gerade so reingeknallt durch den ganzen Körper. Boom. Wow. Zwei Corona-Jahre lang war das Leben auf der Reeperbahn zum Erliegen gekommen. Keine Partys, keine Gäste, kein Umsatz. Doch seit diesem Sommer ist alles wie immer. Auch für die Beamten des Bezirksamt Hamburg-Mitte, unter anderem zuständig für Deutschlands Party-Hotspot Nummer 1. Moin. Hallo. Bezirksamt Hamburg-Mitte, Heinrich, hallo. Moin. Die Fahne draußen, der Aufsteller, das ist nicht erlaubt. Diese, ne? Ja, der oben der Schirm schon, aber der Aufsteller mit der Cappuccino-Werbung. Also, okay. Ne? Werbestopper, Fahnen, all diese Werbeelemente dürfen nicht aufgestellt werden. Alles. Bis zu 50.000 Besucher tummeln sich in warmen Sommernächten auf dem Kiez. Doch auch hier leben Menschen. Im gesamten Stadtteil St. Pauli sind es rund 22.000. Ja, es ist halt der Tourismus, ne? Der da die Kassen klingeln lässt. Ich esse veganes, vegetarisches Sushi. Und nicht jedem ist zum Feiern zumute. Denn viele Gastronomen beschallen nicht nur ihren Laden, sondern gleich die ganze Straße. Lautstärke ist Trumpf. Es geht ein bisschen um die Lautstärke. Wir haben ab 21 Uhr tatsächlich immer das Lärmschutzgesetz, die Verordnung in Hamburg, die sagt, Viertel nach, dass es draußen so sein muss, dass sich niemand unbeteiligt gestört fühlt. Also drinnen darf es laut sein, wichtig ist aber, dass kein Lautsprecher aktiv nach draußen schaut. Achso, nee. Also ist ja gut jetzt. Genau. Was ist so? Ja, so wie ihr ihn umgedreht habt, genau. Es wird natürlich mit Augenmaß entschieden. Wir haben jetzt kein Dezibelmesser dabei. Jeder, der da drüber wohnt, und das haben wir ja hier in diesem Bereich, der fühlt sich schnell gestört. Und das sorgt natürlich dann auch gerade in den Abendstunden natürlich vermehrt für Anrufe. Minute 28, ja. Auf der Polizeiwache. Das Bezirksamt als Partycrasher. Die Betreiber haben da nur wenig Verständnis. Warum knallt Wasabi manchmal so übertrieben doll rein und manchmal ist es super angenehm? Ich versteh's nicht. Ich tippe die ganze Zeit in Wasabi, von fünfmal tippen gut, von einmal knallt's auf einmal so weg. Hui! Wir haben schon mehrmals den Fall gehabt, dass wir nicht nur drinnen Lautstärke hatten und eine Querstraße weiter leben halt Menschen, ja, die beschweren sich dann über die Lautstärke nachts auf der Reeperbahn. Da frage ich mich im Ernst, warum ziehen die hier hin? Ja, fühle ich. Mittlerweile füllen sich die Straßen rund um die Reeperbahn. Ankunft der Königin vom Kiez. Das hier mit Schmuck nach draußen oder was? Hast du die Hälfte eingeklemmt hier? Ich muss hier erst. So, war das hier raus? Ja, ja, schon gut. Ja, mein Kleid ist noch nicht zu. Machen wir das mal zu. Und Olivia ist wirklich groß. Ich weiß nicht, wie groß die ist, aber an die 2 Meter. Aber wirklich ein ganz lieber Mensch, der viel für den Kiez auch getan hat. Sehr sympathisch. Oliver Knöbel, besser bekannt als Olivia Jones, ist seit Jahren das Gesicht super von typ, St. Pauli. Super Frau. Und auch über die Grenzen Hamburgs hinaus gibt es in Deutschland wohl niemanden, der den 53-jährigen Travestiekünstler nicht kennt. Kuckuck! Ob er oder sie homosexuell ist, das weiß ich ehrlich, aber keine Ahnung. Spielt ja auch eigentlich keine Rolle. Hallo. Na, alles okay bei euch? Moin. Oh, aber es sieht geil aus. Danke, mein Schatz. Super. Was hast du denn da drunter? Ich hab einen ja, ist ab, ja, ist vollkommen okay. Guck mal, ich habe da sowas Rotes. Nein, 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 also bis nachher. Bis nachher. Sieht gut aus. Reisegruppen aus ganz Deutschland pilgern an den Wochenenden auf die große Freiheit, um sie oder ihn live zu erleben. Kuckuck! Hallo! Super sympathisch. Hallihallo! Nee, das war schon alles. Hallihallo! So, das sieht ganz gut aus hier. Und wir haben das sehr vermisst, weil hier war ja sehr harte Zeit und dann ist Gott sei Dank vorbei und meine Hasen sind wieder da. So, also, wie sieht denn das hier aus? Wer gehört denn? Was seid ihr denn? Ein Pflegeheim, eine Familie? Eine Familie. Achso. Wer ist denn wegen den Prostituierten hier? Ja. Oh, was haben wir denn hier? Hallo. Süß. Ist das meine Gage hier, die Jungs? Alle beide. Ja, du fühlst dich zurecht, mein Hase hier. Und noch 2 Frischlinge. Moment, Papa will dich im Auge ein bisschen behalten, ne? Ja. Da hinten gut. Perfekt, sehr gut. Hat's geschmeckt? Ja, super. Olivia Jones ist Kunstfigur, Publikumsmagnet und Unternehmerin. Mit mittlerweile 100 Mitarbeitern. Zuständig für Unterhaltung und das...
krass, 100 Mitarbeiter ist schon eine ganz schöne Menge, Alter. Das bunte Leben auf dem Kiez. 2 Jahre Pandemie haben auch ihr zugesetzt. Wie ist das Publikum drauf, ist gut? Was Anna gesagt hat wegen dem Hund, dass ich der beste Hundepapa bin, aber einfach eine Hypochonder und mich in alles reinsteigere. Ja, ne? Ist die ganze Zeit eigentlich gut, muss man sagen, ne? Es war eine sehr schwere Zeit, ein sehr tiefes Tal. Und das ist jetzt ja Gott sei Dank überwunden. Und darauf trinke ich jetzt hier meinen Kaffee. Also es war echt eine krasse Zeit hier. Ich möchte das nicht nochmal erleben. Im Vergnügungsviertel St. Pauli wird wieder gefeiert. Endlich wieder. Nach 2 Jahren Pandemie. Auf einen schönen Abend! Prost! Prost! Diese Damengang ist extra aus Paderborn in Ostwestfalen angereist. Wo kann man Junggesellenabschied besser machen wie auf dem Kiez? Na, und ich dachte, bevor die Mädels auf dumme Gedanken kommen, machen wir das doch besser hier. Traditionell ist die Reeperbahn der Hotspot für Junggesellinnen und Junggesellenabschied. Ich würde mir so sehr wünschen, dass die Deutschen nicht alle immer nur um Spaß zu haben saufen. Dass das ein bisschen weniger gesellschaftlich wird. Das würde ich mir wirklich wünschen. Aus ganz Deutschland. Denn nirgendwo sonst gibt es auf wenigen Quadratmetern so viele verführerische Möglichkeiten für die letzte Nacht in Freiheit. Schon dort gewesen. Ja, ich war eine Zeit lang doch schon oft auf dem Kiez damals mit Memo auch. Ganz oft waren wir im Stripclub oder mal mit anderen Kollegen, die da auch mal gegangen sind. Ich persönlich bin da auch mitgegangen. Bin auch im Puff gegangen, aber ich habe noch nie im Puff irgendwie Geschlechtsverkehr gehabt. Oder ich habe noch nie, sagen wir mal so, einer Dame Geld gegeben, damit sie mit mir schläft. Im Stripclub war ich des Öfteren da auf jeden Fall. Im Dollhouse oder im Susis Stripclub. Man kann ja auch auf den Kiez gehen, ohne jetzt Sex zu haben. Und trotzdem Spaß, ne? Es geht jetzt gleich in Olivias wilden Jungs. Und Überraschung, die Chefin ist höchstpersönlich zum Gratulieren erschienen. Hallo! So, seid ihr alle schon verheiratet? Und ihr habt sie nicht vorgewarnt? Nein! Okay. Die hat nicht auf uns gehört. Nein? Und auch keinen Sex vor der Ehe. Wir sind hier sehr katholisch auf St. Pauli. Ja? Da gehen wir jetzt gleich rein, ne? Husch, husch! Aber natürlich, man muss auch fairerweise sagen, für solche, in Anführungszeichen, Muddis oder für schon erwachsene Frauen, die, sagen wir, über 30, 40 sind, das ist natürlich ein Highlight da, ne? Und das auch, dafür steht ja auch der Kiez. Oder unter anderem steht ja der Kiez für, ne? Dass man da hingeht, Spaß hat, ob jetzt mit oder ohne Alkohol. Das ist ein gelungener Abend, da redet man noch Monate, Jahre später drüber gefühlt. Finde ich super. Knapp 30 Millionen Menschen besuchen Jahr für Jahr die Partymeile rund um die Reeperbahn. Und spätestens, wenn es dunkel wird, wird nur noch abgefeiert. Aber was ich mich frage, was ist hier seine Mission mit der Geige, Digga? Mit weniger als einem Quadratkilometer rund um St. Pauli sind die Beamten der Davidwache Minute 28, wir haben es im Blick. Zuständig für das kleinste Polizeirevier Deutschlands. Bei Bedarf werden sie allerdings auch zu Einsätzen in anderen Stadtteilen hinzugezogen. Magst du mal die Beschreibung wiederholen? 1,75 bis 1,75, dunkle Jeans, dunkle... Was? Magst du mal die Beschreibung wiederholen? 1,75 bis 1,75, dunkle Jeans. 1,75 bis 1,75? Okay. Dunkle Jacke, dunkle Haare. Okay. Also so wie fast jeder Mann. Ja. In einer Restaurantkette am Hamburger Hauptbahnhof wurde einem Gast die Brieftasche gestohlen. Der Täter ist auf der Flucht. Olivfarbener Rucksack noch. Wie bitte? Einen olivfarbenen Rucksack. Der Täter soll sich noch irgendwo im Bereich des Hauptbahnhofs aufhalten. Willst du hier nach oben? Da kommen wir hier rein. So, und nee, hier Sperrzone. So, sei fertig. Gib Papa einen Kuss. Ein Zeuge hat ihn zuletzt in der U-Bahn gesehen. Da das U-Bahn-Netz hier weit verzweigt ist, werden alle verfügbaren Einsatzkräfte zusammengezogen. Und offensichtlich hat sogar jemand den Täter auf seiner Flucht mit dem Handy fotografiert. Kann ich mal zeigen. Aber es steht nicht fest, ob... Also hier, das war das. Auf dem Bahnsteig treffen die Beamten Mitarbeiter des Restaurants. Die Männer haben den Dieb verfolgt, seine Position an die Mitarbeiter der Leitstelle durchgegeben. Nur so kann der Mann bereits nach wenigen Minuten gefasst werden. Was ist das? Was ist das? Hey!
Was ist das? Ja, das ist halt immer eine doofe Idee, ne? Treten, also Gewalt ausüben vor der Polizei, da liegst du halt schneller, als du gucken kannst. Da wärst du sofort fixiert, das ist halt einfach ganz doof dann, ne? Der Geschädigte. 15 Leute für einen. Also, Kollege, falls du hier das gerne anschauen kannst. Was ist das? Ich zähle da 1, 2, 3, 4. Und falls du es noch nicht wusstest, wenn ein erwachsener Mann um sich schlägt, um sich tritt, egal ob mit Handschellen oder mit Füßen, dann braucht man manchmal 2, 3, 4 Personen. Kann natürlich sein, dass du ein absoluter Lauch bist und bei dir auch einer vonnöten wäre. Ist vollkommen legitim und ich verstehe auch nicht, warum da jetzt schon wieder deinerseits die Made im Misthaufen gesucht wird. So, das ist Schwachsinn. Der Geschädigte und die Zeugen, die hier im Laden arbeiten, sind dem hinterher, haben den quasi verfolgt, so wie man es eigentlich auch machen soll, haben es richtig gut gemacht, sind auf Abstand geblieben, haben den immer auf Sicht gehabt sozusagen, haben die Polizei informiert, haben gesagt, wo sie sind und konnten letztendlich dann dazu beitragen, dass der Täter festgenommen wurde. Wie sich später herausstellt, ist der Mann ohne gültigen Aufenthaltsstatus in Deutschland. Ihm droht jetzt die Abschiebung. Zusätzlich muss der 55-Jährige mit einer Anklage rechnen, wegen räuberischen Diebstahls. Man muss dazu sagen, natürlich Raub und Ähnliches ist nie der Weg zum Gehen. Zur Verteidigung, er hat ein Portemonnaie geklaut, hat niemanden geschlagen. Das ist, finde ich, nochmal ein Unterschied. Aber spielt keine Rolle, Straftat ist Straftat. Aber man muss auch das Schicksal dahinter sehen, das sollten wir alle sehen. Jemand, der in Deutschland lebt ohne Aufenthaltsgenehmigung, dann noch klaut und das Risiko eingeht, dabei geschnappt zu werden und wieder abgeschoben zu werden. Das ist auch ein Schicksal dahinter. Heißt nicht, dass es Gutes, was er gemacht hat, ganz im Gegenteil. Aber das ist auf definitiv auch ein Schicksal dahinter, ne? Seit Anfang der 90er Jahre ist Oliver Knöbels alter Ego bundesweit bekannt als Olivia Jones. Prägendes Bild auf der Reeperbahn auf St. Pauli. Da bist du ja. Hi, mein Schatz. Mein Schätzchen. Na, alles okay? Natürlich. Geht's dir gut? Oh, du glitzt das aber schön. Was ich euch damit sagen will, dass er hinter dem Schicksal steckt. Ich will damit einfach nur sagen, dass, naja, dass man da nicht nur den Kriminellen hintersieht, sondern vielleicht auch den Menschen als solches, der vielleicht, und das ist natürlich auch keine Rechtfertigung, der vielleicht auch etwas klaut, weil er halt einfach vielleicht auch Hunger hat oder eine Familie, die er ernähren muss irgendwie und der hier nach Deutschland geflüchtet ist. Ne? Gewalt, Straftaten und so sind nie die Lösung am Ende, aber ich wollte halt einfach nur das Menschliche nochmal erwähnen. Das ist aber heute wieder fantastisch. Ja, oder? Ich habe mir dir alles gegeben. Ja, warte, ich muss die. So. Und heute auch mal rasiert. So, und rasiert. Ja, schön, oder? Der 53-Jährige setzte sich bereits für Toleranz, Vielfalt und die Gleichstellung Homosexueller ein, als Begriffe wie Diversität und Queerness noch gar nicht im deutschen Wortschatz angekommen waren. Das stimmt, ja. Mittlerweile ist Olivia Jones Oberhaupt eines Familienbetriebs von Gleichgesinnten und eine Art Mutter der Kompanie. Super, wirklich super, was Olivia da für die Szene, für die Drag-Queen-Szene auch in Hamburg oder auch allgemein deutschlandweit getan hat, ist wirklich super. Wir haben schon immer als Community uns dafür stark gemacht, dass sowas auch in der Gaming-Szene, was natürlich nochmal was anderes ist, akzeptiert und respektiert wird. Bei uns ist jeder mit offenen Armen willkommen. Und nur weil irgendwelche Idioten behaupten, angeblich irgendwelche Fans von hunderten Menschen irgendwelche Leute beleidigt hätten, die homosexuell sind, erstmal wissen wir das nicht, weil wir nicht dabei waren. Und wenn es so gewesen ist, ist es bestimmt kein Bestandteil meiner Community. Nichtsdestotrotz muss man aber auch fairerweise sagen, und selbst wenn sie sich als Monte-Fans betiteln selber, ich oder wir als geschlossene Community, als Einheit, was wir ja sind, werden immer das Problem haben, dass ein paar schwarze Schafe mit in der Herde laufen. Da kann man, also das kann man auch gar nicht aussortieren. Du wirst immer ein paar Idioten haben, die sich auch Teil der Community von uns, von Montana Black, selber nennen, aber Ansichten, Lebenseinstellungen haben, die nicht zu uns passen und auch nicht zum realen Leben. Trotzdem können sie sich natürlich Montana Black Fans nennen und wie Idioten auf der Gamescom hinterherlaufen. Ne? Hallöchen! Kuckuck! Kuckuck, was machst du denn hier? Ich wollte mal gucken, was ihr hier macht. Ja, wir präparieren jetzt die Bühne für die nächste Show. Die Gäste kommen ja gleich, die stehen ja schon alle draußen vor der Tür. Das ist super mit dem Vorhang. Ist geil, ist geiler Effekt auch, ja. Wenn wir den runterreißen. Aber jeder darf seine Meinung haben, Monte. Eine Meinung ist etwas, was wichtig und richtig ist, aber ich werde und kann niemals akzeptieren, dass deine Meinung ist, in dem Fall jetzt, dass Homosexuelle
Abschaum sind, ich zitiere jetzt natürlich liebes Twitch-Team, oder Schmutz, oder sie nicht an Männer lieben dürfen. Wenn das deine Meinung ist, dann kannst du dir diese Meinung auf dein Zeigefinger schreiben und dir selber den Finger ins Arschloch stecken und dich verpissen, Digga. Das hat auch nichts mit Meinungsfreiheit und so. Das ist einfach etwas, was einfach dumm ist und nichts bei mir zu suchen hat. Und es ist mir scheißegal, ob du auf dein Recht bestehst. Das ist meine Meinung. Das ist mir vollkommen scheißegal, Digga. Das ist mir wirklich scheißegal. So jemanden wie dich möchte ich nicht bei mir haben, beziehungsweise solche Leute, die so denken, respektiere ich und akzeptiere ich zu 0%. Aber nur, wenn man den wirklich rot oder mit Schwarzlicht. Pam! Die muss den Vorhang, dass das nicht so aussieht wie so ein Duschvorhang hier. Das müssen wir beleuchten. Das ist futtertaft. Das ist futtertaft? Das ist futtertaft. Ist das von einem Mantel von dir oder was? Ja, das, was übrig blieb. Tut mir leid, das ist ein wichtiges Thema. Guck mal, Leute da draußen gerade zuschauen und für sich denken, ich mag Homosexuelle bzw. Drag Queens vom Optischen nicht und ich kann das auch schwer akzeptieren für mich, dass sie sich entscheiden, sich zu kleiden als Mann wie eine Frau, dann ist es etwas, was für dich dein Recht ist zu denken, bis zu einem gewissen Grad, was er möchte. Das Ding ist, behalt aber diese Meinung einfach für dich und verbreite keinen Hass, weil sobald du anfängst, Hass zu verbreiten, ist es auch keine Meinung mehr. Ich erwarte nicht von dir, dass du auf einmal sagst, yo, ich finde Transfrauen oder Drag Queens jetzt, ich fand sie vorher nicht attraktiv und jetzt finde ich sie attraktiv, das verlange ich ja gar nicht von dir. Ich verlange nur, dass du für dich deine Meinung, sobald sie beleidigend oder mit Hass erfüllt ist, für dich behältst und Respekt hast und akzeptierst, dass andere Menschen auch anders sein können, ohne dafür verurteilt zu werden. Mehr gibt es da nichts zu sagen. Ach, das ist so. Also wir waren heimlich in deinem Keller, ja? Und haben das da ausgepudelt. Ach so. Guck, jetzt ist es rot. Ist es schön? Ja, so ist schön. Wir nehmen das natürlich auch sehr ernst, was wir hier machen. Bei all dem Spaß. Also echt? Minute 28, ja, haben wir noch 10 Minuten fast Zeit. Ja, ich jedenfalls. Das Personal natürlich nicht. Und wir kennen uns auch schon so lange. Wir kennen uns jetzt 24 Jahre. Ja. Da war ich 10, das kann ich mir, ich ein Kinderstar. Ich war noch gar nicht geboren. Nee, aber das musst du nicht mal. Ja, aber das ist schön, dass das alles so fest verwurzelt ist. Wir uns schon so lange kennen. Und das merken auch die Gäste. Bis zu 20 Millionen Menschen kommen Jahr für Jahr zum Feiern nach St. Pauli. Doch nicht nur auf der Reeperbahn wird gefeiert, sondern auch in den zahlreichen Clubs, Bars und Restaurants in den Seitenstraßen. Das ist ein öffentlicher Raum, der soll für alle da sein. Wenn sie den so blockieren, ist er nicht für alle da. Wir verabschieden uns gerade. Ja, aber es ist ein Gehweg und er muss schon ein bisschen frei sein. Okay. Deswegen gerne an den Seiten oder so. Verabschieden wir uns hier. Ja, okay. So, dass man wenigstens durchgehen kann. Ne? Schönen Abend noch. Das Problem, das Vergnügungsviertel ist auch Wohngebiet. Viele Anwohner fühlen sich gestört. Auch in diesem Laden wummern die Bässe. Ja, aber also auf einer gewissen Art und Weise kann man es natürlich auch nachvollziehen. Aber wenn du halt auf den Kiez ziehst, auf eine Party, mal dich dann wegen Lautstärke beschwerst, ich weiß nicht. Also wenn dann nachts um 3 Uhr die Bässe dröhnen am Wochenende, okay, aber ja, es ist... Bis auf die Straße. Das haben wir hier draußen schon 2 Meter vor dem Laden wahrgenommen, dass hier tatsächlich sehr, sehr laut die Musik abgespielt wird, sodass wir gesagt haben, sie muss es runterregulieren oder halt die Fenster und Türen schließen. Sie hat sich dafür entschieden, dass sie dann Fenster und Türen schließen. Hinzu kommt, ab 24 Uhr müssen Stühle und Tische abgebaut sein. Getränke dürfen nur noch für den Innenbereich der Bar verkauft werden. Und ich habe den Gästen gesagt, dass wir hier keine Getränke mehr rausverkaufen. Das heißt, alle, die jetzt danach bestellt haben, sitzen drin. Ja, aber die gehen ja... Ab und zu sitzen die vom Kiosk hier, aber das sind dann nicht wirklich, aber, das sage ich Ihnen nicht offiziell, meine Gäste. Ja, aber es ist ja Ihre Außengastronomie. Jetzt gerade sind ja auch Gäste mit dem Alkohol von Ihnen drin, die Sie gerade bedient hatten, ja, uns entgegen nach draußen kommen. Und das ist ja das Problem. Sie haben Ihre Ausschank, ja, für den Innenbereich, ja, weil die Sondernutzung in der Außengastronomie jetzt schon eingestellt. Ja. Die Personen sitzen ja trotzdem mit dem Alkohol dann. Aber hier. Sie sehen, guck mal, das ist nicht von uns, das kann ich hier versichern. Ja, ist gut. Das sind alles nicht meine Gäste, das versichere ich Ihnen wirklich, weil ich jedem Gast jetzt gerade gesagt habe. Aber es ist Ihre Fläche. Ja. Das heißt, Sie sind trotzdem verantwortlich. Schwer in den Griff zu bekommen, natürlich.
Ja, glaube ich hier. Es ist schwer, alles zu kontrollieren, vor allen Dingen betrunkene Menschen zu kontrollieren und denen auch dann zu sagen, hey, so und so und so und bis hier und nicht weiter. Je mehr Alkohol bei manchen Menschen fließt, desto weniger respektieren und akzeptieren sie dann die Meinung, wenn du denen was sagen willst. Das geht in ein Ohr rein, ein Ohr raus. Ne? Die Menschen freuen sich, dass jetzt endlich das Wetter schön ist und wir wissen, dass wir um Mitternacht abbauen müssen, aber die haben nebenan einen Kiosk, der aber auch eine Gastronomie-Erlaubnis hat. Und wenn Gäste sich in unserem Bereich aufhalten, kann ich es natürlich nicht beeinflussen. Wenn jemand hier in meinem Bereich steht, kann ich ja nichts machen. So, ne? Es wird immer bodenloser in Deutschland. Ja, in einer gewissen Art und Weise fühle ich das, was du sagst. Am Ende muss man halt auch leider nachvollziehen, dass die Polizei halt auch nur ihren Job macht. Und das finden wir alle manchmal nicht geil. Und manche Dinge können wir auch nicht nachvollziehen. Aber nicht die Polizei macht die Gesetze, sondern die Gesetze macht Vaterstaat, ne? Muss man einfach so sagen. Ich darf auch niemandem sagen, Platzverweis geben. Darf ich ja nicht. Das ist aber auch nicht meine Aufgabe. Nur wenige hundert Meter weiter. Eine Parallelstraße der Reeperbahn. Auch hier ballen sich... So, wir müssen gleich aufpassen, in 6 Minuten ungefähr sind Titten zu sehen. Verschiedene gastronomische Betriebe auf engstem Raum. Und jeder Laden hat eine andere Konzession. Also Auflagen zu Öffnungszeiten und Alkoholverkauf. Auch für die Beamten vom Bezirksamt vor Ort nur schwer nachvollziehbar. Wir haben dann halt irgendwie Pelikan, nur bis 24 Uhr darf. Ja, genau. Der hat halt als Auflage drin Tonwiedergabe, nur ohne Störung. Das ist das Problem. In den zurückliegenden Monaten ist es deswegen immer wieder zum Streit zwischen Gastronomen und Anwohnern gekommen. Hier ist es natürlich jetzt, wie man auch sieht, einfach die große Menschenmenge, die halt einen Geräuschpegel auch natürlich abgibt. Was man auch jetzt schlecht natürlich einstellen kann, aber durch alleine unsere Präsenz, durch unser Dasein, sind die Leute halt schon gleich eigentlich immer etwas ruhiger und, ich sag mal, eskalieren vielleicht nicht so, wie sie es machen würden, wenn wir nicht da wären. Der Grund des Streits, die einen wollen nach 2 schweren Pandemiejahren endlich wieder feiern. Was man auch in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen kann, ja? Und Umsatz machen. Die anderen pochen auf ruhige Nächte und einen erholsamen Schlaf. Das Bezirksamt versucht zu vermitteln. Ja, schwierig, ne? Schwierig. Ich kann beide Parteien verstehen. Ich sag mal so, wenn du auf den Kiez ziehst, dann ist Lautstärke natürlich ein großer Faktor. Aber ich meine, so in der Woche gerade so, dann sollte halt auch schon ab 0 Uhr oder so auch schon eine gewisse Ruhe herrschen, denn die Leute müssen natürlich auch schlafen und zur Arbeit. Wir waren ja neulich schon mal da. Es ist ja so. Hatten noch 2 Jahre Ruhe, meinst du, die sollten ausgeschlafen sein? Ja. So, dass tatsächlich die Gäste jetzt um diese Uhrzeit schon gar nicht mehr mit den Getränken draußen stehen dürfen. Also es war uns, wie gesagt, nicht bewusst. Das ist ja. Die Information, die ich habe, ist halt ab 1 Uhr. Alles gut. Nee, tatsächlich. Heute ab 0 Uhr. Und offensichtlich besteht noch immer Aufklärungsbedarf. Aber dürfen Leute hier stehen? Stehen ja, ne? Sie dürfen aber keinen Krach machen, keinen Lärm machen. Das Problem ist, dass wir halt auch oft Leute haben, die hier durchlaufen. Genau. Klar, also dass hier mal jemand aufschreit, das kriegen wir nicht weg. Aber wir kriegen das halt ja alleine schon dadurch gelöst, dass es zu diesem Lärmpegel, den wir jetzt ganz Zeit wahrnehmen, gar nicht erst kommt. Wenn die Leute das, ich sag mal, ohne Getränk rauszugehen, gehe ich dann nur zum Rauchen wahrscheinlich raus und sonst wieder rein. So. Aber eins muss man sagen, bis jetzt, alle Situationen, die wir gesehen haben mit den Polizisten, die haben einen soliden, guten Eindruck gemacht, sympathisch, menschlich, nicht von oben herabreden, wie man es ja auch manchmal kennt, wie in jedem anderen Beruf auch, machen einen sehr guten Eindruck. So verweile ich halt so wie jetzt, ne? Draußen, cornern, wahrscheinlich nehme ich das Glas auch noch. Ja, Ordnungsamt, Polizei ist doch scheißegal. Komm mit, geh nochmal irgendwo anders hin, komm nochmal wieder. All das. Wenn natürlich absehbar ist, dass sich das nicht verbessert, dann ist natürlich die nächste Option, dass wir dann auch mal statt nur das kooperierende Gespräch mit Ordnungswidrigkeiten nochmal auf den Betreiber zugehen. Und hier war es jetzt auch so, die Zeiten, die wir ihm gesagt haben, waren ihm tatsächlich so gar nicht bekannt. Mit zunehmendem Alkoholkonsum steigt auch der Stresslevel rund um die Reeperbahn. Für die Beamten der Davidwache beginnt jetzt die heiße Phase der Nacht. Ja. Ein heuer Reeperbahn, Unterstützung für Zusatzkräfte mit Sonderrechten. Wir verlassen aber auch gleich. Ja, das ist halt auch wieder so ein Punkt. Rauchverbot in Gaststätten, beziehungsweise in Gaststätten. In Nachtlokalen, dann gehen die Leute halt vor die Tür und rauchen da. Ist ja klar. Und dann wird es halt auch laut vor der Tür. Was? Bauzaun? Ach hier. Wie viel Alkohol trinkt Monte eigentlich? Steffi, ich bin trockener Alkoholiker und habe 10 Jahre nicht einen Schluck Alkohol getrunken. Gleich gegenüber der Davidwache hat sich eine Gruppe junger Leute lautstark gestritten.
Als die Beamten den Bereich absperren, um die Situation zu klären, drängt sich plötzlich ein Mann an den Polizisten vorbei, wird sogar handgreiflich. Junge, was verstehst du denn daran? So, stell mal wieder dahin. Hier. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ja, das will ich dir gerade mal sagen. So, einmal da ran stellen. Hier bin ich verpisst, ihr seid Ecke. Oh Mann, für was? Frage ich mich dann, für was, Digga? Alter, so, jetzt bist du in Gewahrsam genommen. Mach die Hände auf den Rücken. Mach die Hände auf den Rücken. Der junge Mann war eigentlich gar nicht zum Feiern auf der Reeperbahn, sondern zum Arbeiten in einer Kiezkneipe auf St. Pauli. Jetzt endet sein Abend in einem Gefangenentransporter. Ja, ich verstehe auch nicht, mit Polizei anlegen, wenn, also das ist ja wie gegen Windmühlen laufen. Das macht gar keinen Sinn. Der Polizei. Aber gut. Die Zellen der Davidwache im Keller sind mittlerweile gut gefüllt. 7 dieser sogenannten Verwahrplätze gibt es im Zellentrakt des PK15, Einzel- und Sammelzellen. Hier kommen alle in Gewahrsamnahmen und Festnahmen hin, die wir hier offiziell verwahren dürfen, um von hier aus dann weitertransportiert zu werden oder eben für den Zeitraum X hier bleiben, bis draußen das Partygeschehen abgeebbt ist und wir sicher sein können, wenn wir sie entlassen, dass sie nicht wieder anfangen, Streit zu machen. Eine Etage höher haben die Kollegen der Davidwache mittlerweile den jungen Mann abgeliefert, der eben noch Ärger gemacht hat. Nach einer Leibesvisitation werden seine Probleme jetzt noch größer. Hast du das gesehen? Ja. Wo war das? In der Bauchtasche, in der Innentasche von der Hammergetasche. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Das ist auch noch eine Ordnungswidrigkeit. Nein, das ist eine Waffenverbotszone hier, Digga, das weißt du auch. Wenn der Polizist schon zu dir Digga sagt, dann solltest du eigentlich realisieren, dass du eigentlich ganz coole Leute vor dir stehen hast. Dumm gelaufen. Ihm droht einmal eine Strafanzeige wegen dieses Besitzes dieser geringen Menge Marihuana, wovon ich aus persönlicher Erfahrung ausgehe, dass es eingestellt werden wird, vorausgesetzt, er hat nicht irgendwelche Einträge schon, das müssen wir noch prüfen. Und ihm droht ein Bußgeld im Hinblick auf das Messer, was er verbotswidrig hier in der Waffenverbotszone mit sich geführt hat. Ja, Waffe plus Gras, wenn er dann noch vorbestraft ist, Mäuschenmeier. Was allerdings empfindliche Geldstrafe nach sich ziehen kann. Du musst dir halt vorstellen, da fehlt dann so jemand anscheinend auch die nötige Intelligenz oder ich weiß nicht. Du musst dir vorstellen, du hast Gras in der Tasche plus ein Messer auf dem Kiez, was beides schon mal nicht gut ist. Und dann läufst du, das war der Kollege, dann läufst du an der Polizei vorbei, die machen aus seiner Wahrnehmung keinen Platz, dann beleidigst du die, wär's handgreiflich. Also mehr, bitte nimm mich hops, ich will jetzt gefickt werden, kannst du halt nicht signalisieren. Das ist ziemlich dämlich. Nachdem seine Personalien aufgenommen sind, darf er zumindest nach Hause und muss nicht den Rest der Nacht in einer der freien Zellen. Ich verstehe nicht, was seine Mission war. Auf der Davidwache verbringen. So, jetzt gehen wir mal kurz in die Fullcam und skippen mal kurz die Titten. So, weiter geht's. Und das an 7 Tagen die Woche. Henrik Schmidt alias Boeuf Noir heizt die Stimmung an. Zicke, zacke, zicke, zacke! Prost, ihr Säcke! Mein Gott, mich zu beleidigen. So, da. Ist doch nur ein Poster lächerlich. Bruder, worüber reden wir? Wir haben 20.50 Uhr. Im Fernsehen laufen jetzt um diese Uhrzeit auch Brüste. Unzensiert. Ich habe meinen Kanal eingestellt, dass der Content sich an Erwachsene richtet. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde es auch lächerlich, dass ich jetzt nicht mal auf einem Bild im Hintergrund Brüste zeigen darf, beziehungsweise sie beiläufig zu sehen sind. Wenn ich das jetzt unabsichtlich zeigen würde, dann würde Twitch da auch wahrscheinlich nicht handeln. Da ich aber auch schon vorher darauf hingewiesen worden bin, wäre ich doof, jetzt dagegen anzugehen, verstehst du? Deswegen scheiß drauf. Weniger Kopfschmerzen für Onkel Monty. Das gibt's nur auf der Reeperbahn bei Nacht. Der Reeperbahn bei Nacht. Von abends 10 bis morgens 3 um 8. Das ist so schön, die Energie zu spüren von den Leuten, die haben Bock zu feiern, die wollen frei sein, die wollen nicht über irgendwelche Probleme nachdenken. Und hier auf St. Pauli, auf dem Kiez, ist das der beste Ort, um seine Probleme einfach auch mal zu Hause zu lassen. Partystimmung auch beim Junggesellinnenabschied aus Paderborn, gleich gegenüber. Frau Cissi wusste zwar, dass es nach Hamburg auf die Reeperbahn geht, dass der Abend allerdings in Olivia Jones Männerstrip-Club endet, war dann doch eine ganz besondere Überraschung an ihrem letzten Abend in Freiheit. Mir geht's fantastisch und ich denke, meinem Mann, zukünftigen Mann, wenn ich ihm morgen ein paar Einzelheiten davon erzähle, wird er sich darüber freuen.
Er wird natürlich nicht alles erfahren. Nur so viel sei verraten. Es ging hoch her. Die Mädels haben lang und ausgiebig gefeiert. Auf der anderen Straßenseite vor der Olivia Jones Bar hat Türsteher und Sicherheitschef Dennis seine Position eingenommen. Sein Bart sieht mashallah aus, Digga. Das Wasser müsst ihr bitte einmal an die Seite abstellen. Ja, dürft ihr nachher wieder mitnehmen. Erkennt ihr das wieder? Ihr könnt ihr auch behalten. Ja, aber ja, ich auch das nicht. Ja, für uns hier an der Tür ist eigentlich relativ human, weil wir halt gute Gäste haben. Wir sind ja kein richtig großer Partyschuppen oder sonstige Sachen. Das heißt also, im Schlagermusik. Ja, ich denke, also da gibt es deutlich schlimmere Ecken an den Türen. Ne? Dementsprechend auch viele Touris, die wir haben. Also nicht das Hamburg. Ja, sein Style ist schon cool auf jeden Fall, ja. Stammpublikum, dann eher Touri-Gäste. Nirgendwo auf St. Pauli ballen sich zu fortgeschrittener Stunde so viele Gäste. Wie es Kylo geht. Kylo liegt neben mir und macht einen Hayabubi, macht einen normalen, entspannten Eindruck. Auf engem Raum wie auf der großen Freiheit. Nach der Flüchtlingswelle 2015 kam es hier an Silvester zu Ausschreitungen, die bundesweit Schlagzeilen machten. Seitdem ja, daran kann ich mich auch noch dran erinnern. Gibt es auf der Partymeile ein neues Sicherheitskonzept und eine enge Zusammenarbeit zwischen Türstehern und der Polizei. Man achtet aufeinander und man sieht immer, wenn die Polizei sich dann später hier positioniert, also am Anfang der Reeperbahn, also der großen Freiheit am Wiedelsplatz und hier am Ende der Schmuckstraße. Und deshalb haben wir uns mit der Polizei abgesprochen, wie funktioniert das da? Mit der Taschenlampe blinken und dann kommen die angelaufen, andere Türsteher wissen Bescheid, alles klar, das ist Ärger. Oder man ruft direkt an, meldet sich direkt auf der Davidwache mit dem Namen, dem Laden und dann schicken die auch sofort Leute los. In der Nacht werden auf der großen Freiheit zusätzlich Kräfte der Bereitschaftspolizei hinzugezogen, zur Unterstützung der Beamten der Davidwache. Der erste Einsatz lässt nicht lange auf sich warten. Ein junger Mann soll Ärger gemacht haben. Bis zum Eintreffen der Beamten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Chat. Das hat auch vermutlich nichts, also glaube ich nichts damit, oder vielleicht ein Teil damit auch zu tun, dass ich ja schon lange, lange Zeit keinen Alkohol mehr trinke. Aber ich persönlich finde nicht alle, aber in den meisten Fällen, wenn Leute stärker alkoholisiert sind, sind es Menschen, die ich definitiv meide. Ich mag das gar nicht mehr. Vielleicht ist es auch, wenn man ein bisschen älter wird. Es gibt auch Leute, die wirklich, auch wenn sie ein bisschen mehr im Pegel haben, wirklich liebe, nette Menschen sind. Aber oftmals ist es halt so, dass Leute, wenn sie getrunken haben, zu Menschen werden, die ich per se unsympathisch finde. Wird er von Türstehern der umliegenden Clubs fixiert? Leg ihn hin, leg ihn hin, leg ihn hin! Hörst du dazu? Hey, fahr dich mal runter, wir sind vor der Polizei! Ja, beruhig dich einmal! Ich gebe euch einen Tipp mit auf dem Weg, okay? Egal wie krass ihr seid, egal wie breit ihr seid, egal was für eine krasse Connection ihr habt, egal wie groß eure Familie ist, egal wie krass die Gang ist, in der ihr seid. Es gibt immer eine Gang, die noch krasser ist und die ruft man an mit 110. Könnt ihr transportieren? Hey, lass mal los hier jetzt! Warte! Hey! Finger loslassen! Warte, wir heben ihn gleich zur Seite hoch und dann bringen wir ihn durch die Menge. Die große Freiheit ist mittlerweile voller Menschen. Viele sind stark alkoholisiert. Die Hemmschwelle sinkt. Ja. Und nicht selten kommt es aus der anonymen Masse zu Übergriffen auf Polizeibeamte. Eigenschutz ist existenziell in diesem Augenblick. Also gerade bei solchen. Naja, manchen Ländern nicht. Naja, ich habe ja auch gerade über Deutschland geredet, Digi. Menschenmassen müssen wir schon zusehen, dass keiner verloren geht von uns. Insofern versuchen wir eng zusammenzubleiben, uns relativ zügig, aber trotzdem durch die Menschenmenge zu bewegen und gucken, dass wir dahin kommen, wo wir hinwollen. Aber wir versuchen schon, die Augen irgendwie auch noch ein bisschen links und rechts und hinter uns zu behalten. Ah! Und am Ende ist es das wert gewesen, dass du einen auf Dicken gemacht hast, dass du wie ein Abfallsack getragen wirst. Ich glaube nicht. Bist du noch bei den Türstehern und kannst was zum Sachverhalt sagen? Die gehen da gerade hin und klären. Ja, wir kommen mal zurück.
Du warst hier mit dem Randalierer jetzt zugange, ne? Hast du den Sachverhalt mit? Nein. Sachverhalt war, dass der ins Dollhaus reingegangen ist, Gäste angerempelt hat. Ja. Dollhaus war ich auch eine ganz lange Zeit. Oft. Dann ein anderer Gast auf ihn zugegangen ist, ihn bremsen wollte, hat ihm eine Glasflasche am Kopf gehauen. Wo ist der? Oh. Der geschädigte Daten habe ich, der ist nicht verletzt. Wegen kein RDW. Okay. Ja, alles klar. Aber nur Automatspiel? Nee, im Dollhaus habe ich mir auch die ein oder andere Tänzerin bestellt. Meistens zwei. Und ich weiß noch, Priester war auch einmal da. Ehrenbruder Priester hat gesehen, dass wir da sind, ist auch gekommen, hat sich aber einen Tisch weitergesetzt, ein Getränk getrunken. Da habe ich Priester eine Tänzerin ausgegeben. Das war der beste Tag seines Lebens. Ja. Wie sich herausstellt, hat der junge Mann aus Sachsen. Und dann habe ich einmal, Holger ist ja heterosexuell, also er steht ja nicht auf Männer, ist ja auch vollkommen okay. Dann habe ich Holger, glaube 150 Euro oder 200 Euro geboten, die er bekommen hat von mir, wenn er sich einen Lapdance geben lässt von einem Mann. Dann hat Holger sich einen Tisch weitergesetzt, habe ich einen Mann gebucht, dann hat der Mann ihn 20 Minuten angetanzt. Und ich glaube, er hatte auch einen Steifen, Holger, wenn mich alles täuscht. Also es sah so aus, als wenn er einen Steifen hatte. Hat er nicht zugegeben, aber ja. Einen Alkoholgehalt von knapp 2 Promille im Blut. Für ihn ist die Party jetzt vorbei. Den Rest der Nacht verbringt er zum Ausnüchtern in einer Zelle der Davidwache. Nur wenige Meter weiter, Joscha Heinrich und seine Kollegen vom Bezirksamt Mitte werden zu einem Einsatz der Polizei gerufen. Zwei junge Männer haben beobachtet, wie jemand einen älteren Mann beim Geldabheben gefilmt haben soll. Ich habe das mit meinen Augen gesehen, er hat aufgenommen. Aber sofort habe ich ihm gesagt, was machst du? Angeblich soll ein Mitarbeiter aus einem der umliegenden Strip-Lokale einen Gast zum Geldautomaten begleitet haben. Es gibt halt den Vorwurf tatsächlich, dass jemand mitgekommen ist zum Geldautomaten mit einem Kunden und ja, einer mitgekommen ist vom Laden und das Ganze wohl gefilmt worden ist. Ich heute dabei. Noch nicht. Heute noch nicht? Kann das passieren, aber heute noch nicht. Es kommen viele Leute und fragen, wo ist hier ein Geldautomat? Dann sage ich da oder da. Weil manche nicht genug Geld dabei haben. Genau, ja, normal. Die wollen auch nicht mit Karte zahlen, weil die Frauen das dann wohl mitziehen oder was? Keine Ahnung. Möglicherweise wurde der Mann Opfer einer bekannten Abzockmasche hier auf dem Kiez und brauchte deshalb Bargeld. Geht halt rein, trinkt eine Cola, es setzt sich eine leicht bekleidete Dame oder Herr dazu. Nachher muss man das Getränk von ihm auch noch mitzahlen. Und das ist dann der teurere Sekko, so in die Richtung geht das. Ja, das hat dann ein bisschen eine Zusammenarbeit, organisierte Kriminalität der Polizei, aber auch natürlich wir, weil wir natürlich auch für dieses überwachungspflichtige Gewerbe zuständig sind. Doch da die Beamten weder Opfer noch einen möglichen Täter ausfindig machen können, müssen sie unverrichteter Dinge wieder abziehen. Einbruch. Dort hat der Wachdienst AS gemeldet, dass Muss ich aber auch sagen, bei einer Elbchaussee einzubrechen, das sind alles Millionenwillen. Also. Einsatz für Polizeihauptkommissar André Hansen und Polizeihauptmeister Malte Hosse. Denn dieser Teil der Elbchaussee liegt in Hamburg-Altona, unweit von ihrem Revier auf St. Pauli. Ein Einbruchsalarm. Also so wie sich anhört für mich über Funk, ist das ein alleinstehendes Wohnobjekt, wo mehrere Alarmauslösungen im Objekt stattgefunden haben. Das kommt über den Wachdienst. Da muss sich auch lohnen. Naja, nee, das meine ich nicht. Ich meine aber die Alarmsysteme. Wenn ein Haus da steht für, was einen Marktwert von 4, 5, 6, 10 Millionen Euro hat, dann kannst du davon auch ausgehen, dass das Objekt bestmöglich gesichert ist. Und irgendeine Besatzung des Streifenwagens. Weil die Elbchaussee ist einer der teuersten Gegenden in Hamburg. Da kriegst du kein Haus oder Grundstück für ein paar hunderttausend Euro oder für eine Million. Das sind Objekte, die von von mehreren Millionen bis 20, 30, 40 Millionen, glaube ich. Also eine ganz krasse Adresse. Vor Ort hat auch schon ein beschädigtes Fenster festgestellt. Also könnte tatsächlich sein, dass da Personen im Objekt sind. So, jetzt sind wir Elbchaussee, das ist aber hier 17. Auf deiner Seite? Das müsste auf meiner sein, wenn es nicht schief zählt. Hier, das ist ein Auto gewesen, Entschuldigung. Okay. Ich lasse die Mütze weg. Jo. Innerhalb weniger Minuten sind mehrere Streifenwagen vor Ort. Der Alarm ist noch aktiv. Verstehe ich nicht, Digga. Du brichst,
in ein Haus ein, du siehst, dass der Alarm losgeht und bleibst... Einige Beamte haben das Gebäude bereits umstellt, suchen im Garten der Villa nach Einbruchsspuren. Da ist die Scheibe oben eigentlich. Ne? Fahrer, Kletterer, bist du da links schon mal rumgegangen? Hey, hoch? Hier ist auch offen, der Schuppen. Mögliches Tatwerkzeug schon mal rausgenommen, um das aufzumachen. Ich gucke jetzt mal gerade, ob hier irgendwo in den Hecken ein Loch ist, wo er durchgeschlüpft ist. Aber so richtig durch kommt man hier ja auch nicht. Der Schuppen ist offen. Und das machen Einbrecher ganz oft, dass sie dann sich örtliches Werkzeug von den Anwohnern schnappen und damit dann die Tür aufhebeln oder die Scheibe einschlagen. Der oder die Einbrecher sind vermutlich über das Dach in das Haus eingestiegen. Die Anspannung ist groß, denn niemand weiß, ob sich der oder die Täter noch im Gebäude befinden. Wenn da jemand drin sein sollte, dann wüsste er spätestens seit wenigen Minuten auch schon, dass die Polizei vor Ort ist. Das hat man gehört. Und das wäre für den natürlich eine außergewöhnliche Stresssituation. Und da weiß man natürlich nicht, wie derjenige reagiert. Für die Beamten bedeutet das... Das ist keine Millionenvilla, da gibt es natürlich auch Reihenhaushälften, aber auch das Ding ist schon arschteuer. Höchste Anspannung und Konzentration. Der Besitzer des Hauses ist im Urlaub. Die Beamten warten deshalb auf den zuständigen Wachdienst mit dem Haustürschlüssel. Ein für solche Einsätze... Naja, das ist nicht die Seite zur Elbseite, sondern zur anderen Seite. Aber glaubt es mir, das wird Minimum 800 Kakos, kommst du nicht mit aus, Digga. Never ever. Unser ausgebildeter Polizeihund steht bereit zum Eigenschutz der Beamten. Das wird über 1 Million kosten. Eher 2 Millionen. Alleine schon für den Namen. Das heißt, ihr schickt zuerst einen Rumpf. Glaubt es mir, das ist eine extremst teure Gegend. Super, super teuer. Wir schicken zuerst einen Hund rein, ja, genau. Das ist ein Einsatzmittel so gesehen. Also es ist zwar ein Tier und die Hundeführer lieben ihre Tiere auch, aber sie sind sich auch bewusst darüber, dass sie quasi den im Zweifel auch opfern müssten zum Wohle der eingesetzten Beamten, wenn es ganz schlimm käme. Nee, ich habe da kein Objekt angeschaut, aber meine Geschäftspartner hatten damals eine Mietwohnung dort. Elbchaussee. Nein, also in Deutschland werden zwar Hunde auch immer noch als Objekt gesehen, aber Chat, das ist aber genauso in Amerika. Da müsst ihr jetzt wieder nicht ein Fass aufmachen. Der Hund ist dazu da, dich zu schützen und der Hund ist auch dazu da, in Situationen reinzugehen, um dich zu schützen. Und es ist ganz normal, dass es auch natürlich passieren kann, dass auch ein Hund verletzt wird oder sogar getötet wird, so wie es aber auch mit Beamten ist oder mit Polizisten. Mit größter Vorsicht. Aber ein Polizist kann nicht in die Wohnung reinlaufen, auf den Täter springen und ihn beißen. Nicht wird die Tür geöffnet, denn niemand weiß, was die Beamten dahinter erwartet. Woher haben die denn den Schlüssel? Hä? Noch immer ist unklar, ob sich Personen im Haus aufhalten und ob diese möglicherweise bewaffnet sind. Nachbarn? Wurde es gerade gesagt, oder was? Und tatsächlich, der Einbrecher befindet sich noch im Haus. Ah, okay. So dämlich der Typ. Zu mir kommt! Genau zu mir! Weiter runter! Auf die Knie und weiter herkommen! Komm her! Der Hund will direkt beißen. Ja, der Hund ist darauf ausgebildet, dich zu sichern. Normal hat er Bock zu beißen. So, sie sind vorläufig festgenommen. Warte mal, der hat hier hinten irgendwas Spitzes drin. Ich muss einmal reingucken. Irgendwelche gefährlichen Sachen in der Tasche? Ist da noch jemand drin? Nein. Okay. Waren Sie alleine? Ja. Ja, dann gehen wir noch zum Auto holen. Im Haus ist sonst niemand mehr. Wie sich herausstellt, ist der Einbrecher drogenabhängig und polizeibekannt, hat in den zurückliegenden Jahren schon mehrere Straftaten begangen und ist offensichtlich noch bewaffnet. Wo hast du jetzt das Schweizer Taschenmesser? Ich bin mir gerade unsicher, ich muss das doch rechts oder links. Spritzen oder sowas dabei? Nein.
Was ist hier drin hinten? Wie bitte? Was ist hier in der hinteren rechten Tasche? Hier habe ich einmal ein Messer. Ja, 1521 gehört. Noch zwei Messer. Ja. Die kleinen, ne? Ja. Hast du jetzt noch irgendwas? Ein offenes Messer drin, eine Spritze? Nein, nein. Wie oft noch? Naja, du hast nur gesagt, du hast ein Messer und jetzt haben wir schon... Genauso wie du früher, ja? Chat. Ich habe Ähnliches früher genauso gemacht, ja? Schon drei getrunken, ja, ne? Ja, aber habe ich gesagt, ja. Ich habe keine Spritze? Nein, ja. Habe ich nicht. Ja, hatte viele Gegenstände bei sich. Was jetzt ihm gehört oder was aus dem Objekt stand oder aus anderen Objekten, kann ich jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall ein großes und drei kleine Messer. Ist natürlich auch immer so ein Gefahrenpunkt für uns. Ihr habt ja mitbekommen, wir haben ihn gefragt, Mensch, hast du irgendwelche gefährlichen Sachen in deinen Sachen? Sagt er, ein Messer. Am Ende waren es vier, eine Crackpfeife. Das ist schon mal ein gewisses Risiko für uns, wo wir auch aufpassen müssen. Noch in der Nacht wird der 47-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Dafür geht er Knast. Wegen Einbruchsdiebstahl droht ihm jetzt eine Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren. Zurück auf der Reeperbahn, zurück auf der großen Freiheit. St. Pauli feiert wieder. Und sie ist seit 33 Jahren fester Bestandteil. Muss ich mal vorstellen, 33 Jahre. Tja, das ist krank. Des Hamburger Nachtlebens. Immer mittendrin. Unermüdlich, unerschöpflich. Ich glaube auch, dass Olivia hier in vielen Jahren noch mit dem Rollator über den Kiez rollt, ob die Leute wollen oder nicht. Ich bin ja meine eigene Chefin, mich kann ja auch keiner rausschmeißen. Doch auch für Deutschlands Drag Queen Nummer 1. Gutes Video. Ich glaube, wir haben uns fast noch nie so ein langes Video angeguckt, aber es kommt man gut weggucken. Fand ich ziemlich cool, ehrlicherweise. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall, ja.